Also das ist ja im Grunde noch nicht wichtig. Obwohl ich sagen muss, dass das schon ziemlich nice war, als ich da so diese Präsentation gesehen habe. Aber gut, für den jetzigen Zeitpunkt lohnt sich das halt nicht. Nee. Wo kommen die denn jetzt alle her, die Zombies, Junge? Das Ding ist halt aber auch, ist ja so egal, es ist, sobald die neu rauskommt, ist der Alter. Ja, Kalle, die sind alle neu spawned. Davon sind sie. Ja, aber warum auf einmal bei mir? Da haben wir sie vorhin alle auch umgebracht. Na gut, teilweise. Oh, zwei auf einmal. Oh oh. Ich komm denn mal ganz easy, ne? Ganz in Ruhe. Ich hab sie schon alle. Da ist noch einer. Und ich hab dich aufgenommen! Jo. Achso, Dennis, ich nehm auf. Alt F10. Alt F10. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt. Ja. Was ist eigentlich mit Gashi Olli passiert? Lebt er noch? Ja. Er soll mal langsam mal wieder Discord kommen. Ich hab den schon ewig nicht mehr gehört. Boah, vor einer Weile waren wir ein paar Mal Discord, ja, wegen Starcraft und so. Eine Patrouillenjacke. Jawohl, mit 42 Plätzen. Oh, Pornos. Wo in den komischen Dings hier, ja. Ja, in diesem komischen Häuschen. So, achso, oh, jetzt habe ich meinen Timer nicht angestellt, mal wieder. Ich vergesse das auch mal wieder. ABC-Hose. Gibt's auch eine DEF-Hose? Ja. Ja. Hier schon wieder ein A-Cock. Ja, warum betonst du das immer so? So ein Cock. Nein, würde ich nie. So was sag ich doch nicht. Achso, falls ihr es gerade zugeschaltet habt, wir haben jetzt einen neuen Mitspieler. Der spielt jetzt mit. Also richtig, so richtig Oberlappen. Eine Ticke. Manu, redest du schon wieder von dir? Der Schwiermagazin für meinen Teil. Ach, schon wieder ein Kompass. Achso, wir haben dich schon so modifiziert, dass du keinen Kompass mehr brauchst, weil wir haben oben rechts die Anzeige, wo wir sind. Ja, ich kann eh keinen Kompass lesen. Manu meint ja, ich bin dumm. Wo natürlich ist Norden? Richtung Westen. Unten, oder? Ja, unten. Ich muss was trinken. Where is my Sauf? Oh, geil, ich habe sogar jetzt einen Platz mehr unten in der Leiste. Geil. Hey, S. Nee, weil das Essen ist jetzt eigentlich auch Schwachsinn. Also was trinken? Weil trinken geht da, glaube ich, auch immer Essen mit hoch, ne? Verstehe auch nicht. Egal, was du trinkst, das Essen geht immer mit hoch. Ich habe eine neue Jacke. Hat zwar gleich vier Plätze, aber ist halt um eins besser. Gut. Also, ja, hier ist jetzt nichts Neues. Wir haben den Server übrigens neu gestartet. Ja, wir wollten gucken, ob wir dann wieder bessere Sachen haben. Nein. Die Sachen bleiben so, wie die Sachen sind. Da wird sich nichts haben. Da wird sich auch nichts haben. Wow. Ich hab zuerst ge... Warst du gerade hinter mir? Nö. Server ist leider wieder voll. Heftig, ey. Ja, ich brauche noch 20 Minuten für den Download. Ey, warum ist das Messer denn nicht wieder in meinen Sturmstiefel drin hier? Kann ich schon wieder ausrosten hier. So. Willst du ein paar Rette aufsetzen? Ein Nein, Brett? Ich will eine. Es gibt einen Gürtel. Haben wir auch noch nicht gefunden. Wo bist du denn? Abgenutzt. Beschädigt. Warum muss ich auch schon wieder wechseln die Hose? Gut, ob sich das jetzt gelohnt hat mit der Aufnahme zu beginnen, glaube ich eher nicht, weil wir müssen jetzt komplett wieder rüberspringen. Und das werde ich natürlich nicht aufnehmen, weil das ist 8 Minuten. 5 bis 8 Minuten rüberschwimmen in einem Video, dann kann ich das Video. Nö. Gut, das Video muss ich so oder so schneiden, also kann ich das auch vorspulen. Yeah! Ich bin schon mal unten, ne? Ja, wir waren ganz geschillt hier. Ich guck hier noch. Ganz geschillibona. Gut, das Trinken hier unten ist wieder gespawnt. Wenigstens. Alter, wie viel Saufen ist hier denn? Heftig. Läuft bei dir. In den Angelhut passt was rein?
Ja, die Wetze, die ich vorhin hatte, hat auch zwei Plätze, komischerweise. Was kann man denn da reinpacken? Manus Dödel. Ja, natürlich. Aber... Er ist verwirrt. Was packt man denn da rein? Schlüssel, komm. Nee, auch nicht. Was kann man denn? WTF? Halt's Maul, Mensch. Gib mir schon mal aus dem Sack. Strichhölzer. Kann man da auch nicht reinpacken. Ich muss erst mal ganze Magazine leer machen. Oh. Ach, keine Ahnung. Dann lass ich den Anglerhut hier liegen. Kann man Messer reinpacken, wenn man zu doll irgendwo gegenspringt, dann ist man tot. ist das Messer im Job? Ay, warum lade ich denn andauernd nach? Junge, jetzt muss ich die Waffe auseinandernehmen, das Ding da in die Hand nehmen. Berindert. Das wieder kombinieren. Magazin aufladen, halten. Er nimmt die Munition raus, richtig. Das wollte ich auch. Genau das wollte ich. Hast du gut gemacht. So. Gibt's hier einen Schnelllader? Dann so deck, 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 deck. Nicht für dich. Nicht für dich, Jim. Ich heiße nicht Jim. Jim, sei ruhig. Kurze Frage, Kalle. Ja. Gibt's da einen Unterschied? Du kennst ja wahrscheinlich diese SSDs, die du zum Beispiel auf dem Mainboard anbringen kannst. Ja. Und dann gibt's ja noch die SSDs, die bringst du halt, kannst du hinten am Gehäuse oder so anbringen. Naja, SATA? Das ist ja, genau. SATA, die du halt ans Gehäuse anbringst. Und die M2... Ja, das, genau. Genau, M2, ja. NVMe musst du gucken, das ist ganz wichtig. Die sind einfach nur pornös. Also die sind schon besser, oder was? Oh, also... Weil ich hatte mich nämlich gerade über den Preis gewundert, weil... Ja... Die sind ja schon etwas teurer. Ich glaube, du würdest mich töten, wenn du wüsstest, was ich hier alles neu gemacht habe. Das ist krank. Ja. Nur du. Die, guck mal, die du ans Gehäuse ranbringst, die SATA-SSDs, die können bis zu 500 bis... Naja, ich sag mal 600 MB lesen und schreiben schaffen. Können. Durch SATA 6. Die NVMe können bis zu 3500. Oh, das schmeckt gut. Ja. Kommt erstmal in die Einkaufsliste. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt 2 1 Terabyte drin von WD Black. Eine hat 280 im Schnitt gekostet. Ja. Würde ich es empfehlen, ja. Ja, ich habe ja auch gerade tatsächlich so eine. Ne, in VMI? Ja, ich mir jetzt mal. Ja, genau. Also. Geil, weiß ich nicht. Ist einfach nur geil. Betriebssystem brauchst du da wirklich nicht raufpacken, der startet auch mit einer normalen einfach. Jo. Nice. Alles klar. So. Eigentlich schon geil, sowas zu haben, weiß ich nicht. Ja, ich rechne mir gerade aus, was ich jetzt komme ich alles kaufen muss, wie viel mich das kostet. Also ich war insgesamt bei 2600 Euro alle Komponenten neu. Ja, ich müsste ja auch einen ganz neuen PC zusammenstellen, weil das Gehäuse kann ich nicht wiederverwenden und die anderen Teile sind halt zu alt. So wie jetzt, du. Also ganz das ist ehrlich... Das mein Netzteil vielleicht, das ist noch ein 80 plus Netzteil, aber... Abo, das Netzteil, das ist bei mir noch vom Medion, von so einem Aldi-Rechner. Alter, das darf ich gar nicht erzählen. Das Einzige, wo ich damals drauf geachtet habe, dass ich mir den PC zusammenbaue, dass wenigstens das Netzteil nicht so schlecht ist, weil ich schon oft von Kollegen gehört habe, dass die dann bei denen den ganzen PC zerschossen haben, wenn sie diese Billigdinger mal 3-4 Jahre dran hatten. Tatsächlich hat Medion da damals, also diese Aldi-PC-Kram, richtig gute Netzteile verbaut. Be Quiet habe ich drin. Das hat Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, also es hat schon alles drin, das hat mich echt gewundert. Ja, Be Quiet ist ganz cool, weil Be Quiet habe ich meine Kühler und so. Ja, aber, ja, genau, ich auch alle Kühler, alle Lüfter. Ja, Lüfter auch, genau. Kalle, bist du schon beim Rüderspiel? Ich war ja schon verwundert, ich hatte, bis vor kurzem immer noch den Boxkühler drauf auf meinem Low-AMD-CPU. Oh, echt? Und, ja, dann ist aber bei mir in dem Gehäuselüfter wohl ein Lager kaputt gegangen oder so und das Ding hatte, also ich angehört wie eine Flugzeugturbine und hatte den fucking Leerlauf, ja im Leerlauf. Hallo, 1000 RPM. Ich komme zu dir, zum Pier da unten. Ich bin unten am Pier, ja. Und dann habe ich mir für 25 Euro von Be Quiet den Kühler geholt, sogar mit dem 120 Millimeter Gehäuselüfter dran. Ja. Und einfach lächerlich. Von dem Boxkühler zu dem Ding 25 Grad Temperaturunterschied. Boah.
Ich habe einen Arbeitskollegen, mein Chef tatsächlich sogar, der hat meinen CPU geköpft, also halt hier, wie heißt das? Ich weiß. Oh, wie heißt der Kram? Flüssigmetall raufgeschmiert. Ja, ja. Dann habe ich mir noch mal eine H150i geholt. Würde ich auch machen, wenn ich keinen Wert auf die Garantie legen würde. Warum hast du keine Hose an? Das ist eine Hotpants. Wow, ich gehe dann mal. Nee, also. Okay, gut, für 180 Euro 24 Grad kühler fand ich schon, ja, geil. Ja, das ist schon cool. So, Leute, ab jetzt spule ich vor, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich spawne schon, das steht in 5 Sekunden. Normalerweise bin ich aber in dem Game immer 5 Minuten im Ladebildschirm gewesen. Naja. Jetzt habe ich halt 2 Sekunden gebraucht. Oh, ja, ich bin drin. Lass mal auf die Straße. So, was hast du, eine Feuerwachse? Irgendwas stimmt nicht. Ich hab 120 FPS, hallo? So viel hatte ich noch nie in dem Game. Sei doch froh. No joke, Kalle. Ich hatte sonst, egal ob ich auf höchste Einstellung oder niedrigste gespielt habe, ich habe immer 20 FPS gehabt. Na, wahrscheinlich ist es jetzt endlich optimiert. Ja, zumindest optimierter, ja, da hast du recht. Muss aber mal eben meine Maussteuerung runter machen. Ich habe den Balken schon fast auch ganz unten, ja, und das ist zu schnell. Dabei habe ich meine Maus-CPU schon runtergestellt. Oh, V-Sync aus, Alter, ich krieg ja Cancer, Alter. Wieso ist das an? Kann ich für das Spiel nicht. Okay. So, achso, nur mal so zur Info, Manuels Headset, also von dem Nobody ist das Headset kaputt gegangen, von ihm da mit der blauen Rucksack. Es telefoniert er über Handy, ne? Wie konnte man Third Person sich da machen? Enter. Enter oder. Achso, ja, ja. Oder V. Und hast du einen Rucksack? Wie geht das Inventar? So. Jeanshose, Kapuze? Nee, hab ich nicht. Ja, das würdest du auf dem Rücken sehen. Ich habe den großen Orangenen eingestellt. Und eine Feuerwehraxt. Gab's hier eine Karte? Nee. Wahrscheinlich nicht. Oben rechts die Position. Wir sind bei 3200. Ich bin ja, bei 8700. Dann bist du wirklich ganz oben. Warte, dann muss ich gucken, in welche. Die Richtung. Also 3000. Aber ohne Minus oder so vorne. Minus gibt's, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Wenn du vielleicht dann weiter in die Richtung gehst und dann bei 0 ankommst, vielleicht kommen dann die Minuszahl. Das weiß ich leider nicht. Also ist ja XYZ-Achse. Nee, ja, genau. X. Doch. Nee. Ich renne jetzt erstmal bis 3200. Ja. 3200 und 2200 sind wir. Hä? Und einer wurde gekickt? Automatisch. Ja. Vielleicht hat der auf einmal so einen hohen Ping. Ich drück einfach mal auf Respawn. Vielleicht spawn ich bei euch in der Nähe. Und dann habe ich gemerkt, dass es ausgekickt ist. Musste ich umbringen. Ja, Zombie muss ich umbringen. So. Ja, warte, das mache ich auch nicht. Ich bin aber erstaunt von meinen Framerates. Ich muss immer was fressen und saugen. Na gut, ich meine, ich bin gerade zwar nur in so einem kleinen Dorf, aber trotzdem. Saufen kannst du hier im Dorf gleich. Ja, fress ich erstmal. Pilz. Ja, ein Zombie, das ist schon. Alter, erstmal Sound runter machen. Die hechelt ja hier schon wieder rum wie in den Französischen.
Ach so, ja. War das das Dorf überhaupt? Ja klar, hieß er nur eben. Das meinte ich doch einfach nur kurz zurück. Mehr ist doch nicht. Rechts ist ja noch der Hafen, da kann man noch gucken. Ich hab einen Zombie, um mich zu töten. Ich hab keinen Bock, so weit zu laufen. Die Frage ist, spawnst du immer auf der gleichen Stelle? Nee, eigentlich normalerweise. Ich weiß nicht, ob da, wenn das hier nicht eingestellt ist, dann müsste ich eigentlich überlegen. Jetzt mehr auch woanders gespawnt. Ja. Was ich nicht hätte machen sollen, aber hab's trotzdem getan. Cool. Ich hab zwei Kächeln hören. Gleich nochmal hier in das Bullenhaus. Damn, ich hab ne Axt. Damn, Daniel! Ich wusste es! Oh nein. Wieso wusste ich das? Stirb, Zombie! Die Engine fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an als früher. Ist so auch. Ja. Viel, weiß ich nicht. Die Dinge passieren dann, wenn du sie drückst. Wo sind die? Hier ist kein Zombie, ernsthaft? Wenn ich nicht getötet werden will. Oh oh. Okay, ich muss mit Pistole, Manu. Hast du alle angelockt? Oh, Muni alle? Nein. Kann ich irgendwo sehen, wie viel Gewicht ich gerade trage? Nee. Okay, erstmal die Axt wieder wegwerfen, weil sonst kann ich nicht dauerhaft springen. Weiß. Ja, aber als ich die Axt aufgehoben habe, habe ich nur eine Begrenzung gehabt. Karl hatte vorhin gelesen, dass du bis 2 Kilo unendlich sprinten kannst. Genau. Ach, echt? Also das du. Das stimmt auch, weil ich habe die Axt aufgehoben. Obwohl, ich kann immer noch nicht unendlich sprinten, aber halt deutlich länger. Ja, also unendlich, nee, unendlich direkt. Ja, aber man kann. Aber als ich die Axt aufgehoben habe, ich bin halt ungelogen so 10 Sekunden gesprintet und dann war es das schon wieder. Oh Gott. Wo? Ich höre den Schreiner. Da. Oma! Oma! Junge! Alter! Oma Gertrud. Gertrud tut gut. Junge, Junge, Junge. Die Äpfel sind kalt, schnass. Du bist auch ein bisschen schnass. Klatschnass, oder nicht? Stimmt. Wow. Das spielt wahrscheinlich wieder eine 800er Auflösung. Ohne Schatten. Ja. Hat jetzt schon eine 1080 Ti drin? Ja, ich hab mal den Schatten ausgemacht. Vor allem das Ding ist bei Manu, er macht die Schatten aus, weil er sie einfach, er findet sie hässlich, ja. Jetzt ernsthaft? Nein. Ja, doch, das sieht aber aus. Ah, nicht wegen hässlich. Bei vielen Spielen. Wegen hässlich? Echt, ja? Nee. Das hast du unnötig mal gesagt. Ich hab gesagt, unnötig habe ich immer gesagt. Oh, der große Rucksack. Konnte man sich im Wasser ertrinken? Ja, nee. Bis du nicht tauchen kannst. Ah. Boah, hier ist immer. Der ist beschädigt. Das ist meiner. Abgenutzt. Der ist. Gab's hier automatisches Laufen? Sag mal bitte ja, Mann. Keine Ahnung, ich hab's noch nicht rausgefunden. Ja, also Namen ist es schon mal nicht. So, ich neuen Rucksack. So, ich bin jetzt bei 8100, Manu. Ich bin dann bald da. Ne? Siehst du, dann nehme ich dir mal den Rucksack hier noch mit, den ich hier noch habe. Ja, hier ist auch original nichts in der Gegend, wo ich mich dran töten kann. So, gut, dann mache ich jetzt hier erstmal mit der Aufnahme Schluss, bis er da ist. Das dauert jetzt auch nochmal 2-3 Stunden und das, ja, wir bleiben hier in dem Dorf. Tschüss! Tschüss!